Hallo, ich bin's wieder, der Lukas, heute wieder in der Viva und ich zeige euch heute, wie ihr die Cocktails für die Tasty Box August zubereitet. Fangen wir an mit der Moscow Mule. Sehr erfrischender Drink, basierend auf Ingwer, Wodka und frischer Gurke. Fangen wir an mit dem Wodka, 5cl. Dann nehmen wir 1cl Limette, dazu wieder frische Limette, die ihr mitgeliefert gekriegt habt. Nehmt ihr eure Presse, ungefähr 1cl. Wenn es euch dann vielleicht ein Ticken zu süß oder ein Ticken zu sauer ist, das Ganze einfach nochmal abschmecken. Das Glas mit Eiswürfeln füllen. Und dann, auch mitgeliefert, Thomas Henry Ginger Beer. Nehmen wir 10cl. Ginger Beer ist eine sehr scharfe, sehr würzige Ingwerlimonade. Macht den ganzen Drink schön spritzig. So. Dann eventuell, nochmal um das Glas voll zu kriegen, ein paar mehr Eiswürfel. Rühren das Ganze einmal um, damit es ein bisschen runterkühlt und sich ein bisschen vermischt. Und dann, nicht nur als Dekoration, sondern wirklich für den Drink ausschlaggebend, Gurke, in dem Fall die einige Gurken, schauen schön aus, sind ein bisschen aromatischer als normale Salatgurken. Dann macht ihr euch einfach drei so Gurkensticks und gebt die mit in den Drink. Ah, die Moscow Mule. Für den zweiten Drink greifen wir jetzt ein bisschen tiefer in die Gewürzkiste. Das Ganze geschieht auf Basis von dem Adler Gin aus der preußischen Spirituosenmanufaktur. Ein sehr kräftiger, sehr wacholderlastiger Gin. Und dann gehen wir Richtung Indien mit frischem Kardamom, langem Pfeffer und Schwarztee. Anfangen tun wir mit unserem Shakerglas und ca. 10 Kardamomkapseln. Dann nehmen wir den Honigsirup, 2cl. So. Dann braucht ihr einen Stößel oder die Rückseite von einem Messer, um die Kardamomkapseln zu zerdrücken, um das Aroma rauszubekommen. Und ruhig ordentlich zudrücken. Um die Süße von dem Honig aufzufangen, frische Limette, 3cl. Dann 5cl von dem Gin. Natürlich immer pro Drink das Ganze. Schwarztee, sehr stark aufgebrüht, bisschen länger ziehen lassen als normal, aber trotzdem aufpassen, dass er nicht zu bitter wird. Nehmen wir 4cl. Und jetzt der lange Pfeffer. Fast genauso scharf wie normaler schwarzer Pfeffer, aber bringt einfach auch eine schöne Süße mit und noch so, ja, fast so ein Geschmack, den Richtung Piment geht. Da reiben wir einfach ein paar Mal mit einer Muskat-Gewürzreibe drüber. Genau. Wer es ein bisschen schärfer mag, kann gerne natürlich ein bisschen mehr drauf reiben. So, dann füllen wir den Shaker mit Eiswürfeln. Bis oben hin shaken.
nehmen wir unser Glas, am besten ein großes Longdrink-Glas. Eiswürfel rein. Dann den Strainer wieder drauf, um die Eiswürfel zurückzuhalten. Und das Teesieb, damit wir keine Kardamomstückchen im Drink haben. Ja, jetzt habe ich hier ein Problem, was euch vielleicht auch passiert. Eigentlich würde ich jetzt das Ganze noch mit Gingerbier aufgießen, habe aber zu viele Eiswürfel im Glas. Von daher einfach wieder zwei Eiswürfel rausnehmen. Dann ist auch wieder genug Platz für das Gingerbier. Nämlich 4 cl. Dann geben wir das Gingerbier noch mal ein kleines bisschen unter. Nicht mehr stark rühren, weil sonst die Kohlensäure aus dem Gingerbier wieder rausgeht. Das Ganze mit einem Strohhalm servieren. Und als Deko nehmen wir eine Limettenzeste. Könnt ihr auch von der Limette abschälen, bevor ihr sie presst natürlich. Und die drücken wir über den Drink, damit die ätherischen Öle, die sich in der Oberfläche von der Schale befinden, mit dem Drink vermischen und legen es als Deko oben drauf. Das Indian Wedding. Bitteschön.